Hallo Freunde, ein Stückchen heile Welt in diesem gesamten Chaos. Da draußen meine ich. Ach, wie ist das schön hier. Abends bin ich immer ganz oft hier so draußen. Eigentlich jeden Abend, im Sommer zumindest. Und dann laufe ich hier so rum, lausche den Vögeln, gucke bei den Kaninchen nochmal rein, gehe manchmal in den Garten, setze mich an den Teich. Ja, und bewundere die Natur, wie schnell doch alles so wächst. Und ich lasse das dann auch mal wachsen. Nicht, weil ich das so gerne wachsen lassen möchte, sondern weil ich einfach die Zeit nicht finde, das wegzumachen. Wie zum Beispiel hier draußen. Aber irgendwann sieht es dann so aus. Ist das nicht toll? Ja, und dann sage ich mir, alles richtig gemacht. Ich schwitze immer noch etwas, weil ich war gerade unten bei den Pferden und habe da so an den Rand das hohe Gras weggesenzt. Ja, ganz schön anstrengend. Hier ist der Teich. Müssen wir mal die Fische füttern, damit wir die auch sehen. Der Blauregen komplett zugewachsen, bildet hier so ein natürliches Dach. Spendet enorm viel Schatten. Ja, okay. Also das ist ja mein Garten. In die Richtung geht es einigermaßen noch, aber da hinten gebe ich ja zu. Ja, sieht nicht mehr schön aus. Muss ich auf jeden Fall bald mal wegsensen. Die Seite, naja, eigentlich da hinten sieht es auch nicht mehr schön aus. Ich komme ja gar nicht an die Himbeeren dran. Aber wie gesagt, alles eine Zeitfrage. Aber ich habe eine gute Nachricht. Ich habe wahrscheinlich bald mehr Zeit. Wenn man es mal richtig betrachtet, habe ich ja gar nicht mehr Zeit. Denn Zeit ist ja das gerechteste, verteiltste Gut, was es gibt. Jeder Mensch hat 24 Stunden am Tag. Wenn ich sage, ich habe mehr Zeit, meine ich natürlich, irgendwo anders spare ich Zeit. Und demzufolge habe ich halt für solche Dinge dann mehr Zeit. Ja, wo wir schon beim Thema sind. Also, das habt ihr ja am Titel gelesen. Und ich habe das ja schon länger angekündigt. Ich wollte mal euch mitteilen, wie das so ist mit meinem Kleintierzubehör. Weil da hat sich einiges geändert. Ja, nicht weil ich das so will, sondern weil viele von da draußen von euch es so wollen. Wie ich das meine, werdet ihr im Laufe des Videos verstehen. Diese Änderung zwingt mich dazu, meine Strategie auch zu ändern. Ja, das möchte ich euch in diesem Video so ein bisschen mitteilen. Ja, und damit es halt auch nicht so öde wird, werde ich es etwas künstlerisch verfremden. Also ich mache von meiner künstlerischen Freiheit Gebrauch und auch von meiner freien Meinungsäußerung. Heute gibt es mal nur Gras zum Abendbrot, aber die haben vorhin auch schon leckere Sachen von der Kräuterwiese bekommen. Und heute früh gab es eine Riesenportion Giersch. Die Toilette muss ich auf jeden Fall sauber machen. Ist nämlich schon eine Woche her, denn ich war letzte Woche auf Montage. Da, wo ich mein hauptsächliches Geld bisher verdient habe, um überhaupt diese ganze Abenteuergeschichte hier zu verwirklichen. Weil ich musste das ja alles bezahlen. Ich bin nicht vermögend. Ich muss das Geld alles verdienen. Ja, und wir leben ja in dem besten Deutschland, was es jemals gab. Ja, wir leben heute in dem besten Deutschland, das es jemals gegeben hat. Wunderbar. Sieht gleich alles viel schöner aus. Wenn das der Herr Steinmeier sagt, dann muss es ja wohl stimmen. Übrigens, die Idee mit der Brille stammt nicht von mir. Vielleicht kennt der ein oder andere denjenigen, der diese Idee hatte. Aber ich finde sie wirklich gut und ich hoffe, ihr versteht, was ich mit dieser Brille aussagen möchte. Also in Deutschland gibt es ja so viel Geld wie noch nie. Also ist ja wirklich sagenhaft. Deutschland hat so viel Geld, also ein paar Milliarden Euro sind da wenigstens drin. Für nicht Deutsche, nein, für die ganze Welt. Also wir können es uns leisten, momentan Milliarden an Euros an die Welt auszugeben. Das liegt an der Wirtschaft. Die Wirtschaft, die boomt so unglaublich, also das ist wirklich heftig, dass dann die Aufstocker und auch die Arbeitslosen und die Hartz-IV-Empfänger, die werden auch immer mehr. Also das ist wirklich krass, ne? In den letzten 10 Jahren, wie die da gestiegen sind, in dem besten Deutschland, was es jemals gab. Dass Deutschland so ein gutes Land ist, das sieht man übrigens auch an den Diäten der Abgeordneten. Also da habe ich mal letztens reingeschaut und da habe ich gedacht, jawohl, läuft. Der Laden läuft. Ja, also jedes Jahr gönnen die sich natürlich auch die berechtigten Diäten. Das ist ganz klar, weil die sind ja wirklich für das Wohl des Volkes da. Und ohne die
Abgeordneten wird es uns definitiv nicht so gut gehen, das kann ich euch sagen. Da gibt es noch mehrere Beispiele. 80% Steuern auf Sprit. Ich bin ja so einer, der viel tankt. Ich muss ja mein Geld verdienen auf Montage. Tja, ich habe das mitgekriegt. In den letzten 10 Jahren muss ich jetzt quasi doppelt so viel bezahlen, um meinen Tank voll zu bekommen. Ist aber nicht so schlimm, weil ich verdiene ja auch mehr. Ist ja ganz klar. Das waren die Abgeordneten. Naja, ihr wisst, was ich meine. Aber wenigstens ist es im Sommer lange hell draußen, weil ja die Strompreise, habe ich gehört, da sind wir auch Spitzenreiter in Deutschland oder in der Welt, so rum. Aber das gleicht sich natürlich aus, weil dafür haben wir ja die geringsten Renten. Ich glaube, sowas mit 48% vom letzten Einkommen reicht. Die Deutschen, die arbeiten wie Blöde, also die noch arbeiten gehen, und wir sind wirklich gut in vielen Dingen. Also nicht nur was den Strompreis betrifft, da gibt es noch ganz viele andere Dinge, da sind wir wirklich Spitzenreiter. Also das macht uns so schnell keiner nach. In dem besten Deutschland, was es jemals gab. Ich meine, uns geht's so gut, ne? In der tödlichsten Pandemie aller Zeiten ist es ja sogar so, dass der Bundesminister mal eben Masken im Wert von 7 Milliarden Euro zu viel bestellt hat. 7 Milliarden Euro. Peanuts. Ich habe da gehört, dass die einen oder anderen gesagt haben, dass die Masken, die da zu viel sind, oder nee, das waren die mit der schlechten Qualität, sind ja dann für die Obdachlosen gespendet worden. Also das ist ein guter Schachzug. Obdachlose und ich glaube, irgendwelche anderen benachteiligten Menschen, Behinderte, glaube ich, waren es, sollten die ja kriegen. Aber ich denke mal, die Regierung will nur unser Bestes. Also anders kann ich mir das jetzt wirklich nicht erklären. Immerhin geht es um die Rettung von Menschenleben. Habt ihr das endlich verstanden? Also es geht um keine Wirtschaftsinteressen. Es geht tatsächlich nur um unser Bestes, unser Leben. Und was interessieren dann einen die 3,5 Millionen Kinder, die jährlich an Hunger sterben? Das ist weit weg. Ja? Daran dürft ihr einfach nicht denken. Das ist nämlich ignorant. Ihr müsst an die eigenen Menschen denken, im eigenen Land. Und das sind nun mal die, ja, also wir sind das. Politiker und Pharmakonzerne wollen unser Bestes. Die würden uns niemals belügen. Also wo kämen wir dann dahin, wenn dann die Lügen aufgedeckt werden würden? Da würde denen ja niemand mehr glauben. Also ich kann mir das nicht vorstellen, sobald dann hier irgendwelche Skandale aufgedeckt werden würden, dass dann irgendein Deutscher da draußen noch den ganzen, ja, das Ganze hier glaubt. Das glaube ich nicht. Und deswegen glaube ich nach wie vor, also ich habe meine Meinung übrigens geändert, ich habe es ja ursprünglich nicht geglaubt, aber jetzt glaube ich, wir haben die tödlichste Pandemie aller Zeiten und deswegen müssen wir einfach ja, damit leben, dass die Politiker uns einschränken. Und das eigentliche Problem, was ich jetzt ansprechen möchte, das ist natürlich dann auch vollkommen logisch, weil ich würde jetzt mal sagen, Corona ist dran schuld. Also wirklich, Corona ist dran schuld. Wir können da nichts dafür. Das haben wir alles diesem bösen Virus zu verdanken. Und abschließend möchte ich hier noch klarstellen, sollte es irgendjemand hier in diesem besten Deutschland aller Zeiten nicht passen, dann kann er ganz gerne auswandern. Ja, das ist so. Und zwar beispielsweise ihr Rentner da draußen, wenn ihr euch beschwert über eure Rentenbezüge, die ihr nach 45 Jahren voller Arbeit bekommt, dann zieht doch aus. Afrika zum Beispiel. Afrika, habe ich gehört, soll das Leben wirklich günstig sein. Und es ist immer warm. Ja? Da habt ihr nicht so viele Probleme, müsst ihr nicht so viel Strom bezahlen, nicht so viel heizen. Afrika ist die Lösung. Es ist mir nicht einfach gefallen, aber dank dieser Brille ging es einigermaßen. Jetzt kommen wir mal zurück zum Ernst des Themas. Ich hoffe, ihr könnt meinen Humor so ein bisschen verstehen, wobei es eigentlich kein Humor ist, es ist eher traurig. Also wirklich traurig. Und wenn es da jetzt irgendjemanden da draußen gibt, der der Meinung ist, er muss meinen Kanal verlassen, weil ich mich heute nicht mit dem Thema Kaninchen beschäftige, dann gute Reise. Für die anderen, die sich mit dem Thema beschäftigen, ich brauche keine Kommentare, keine Bestätigung. Und für die dritte Gruppe, die wahrscheinlich ähnlich wie ich mit so einer Brille durchs Leben rennt, die ja, sollten sich angesprochen fühlen. Vielleicht denkt ihr mal über das ein oder andere Thema nach, was ich jetzt hier in diesem Video angesprochen habe. Und nun möchte ich noch auf das eigentliche Thema eingehen. Wie geht es weiter mit mir? Was gibt es momentan für Änderungen bezüglich der aktuellen Situation? Ja, ganz konkret, der Holzpreis ist gestiegen. Und zwar nicht irgendwie, sondern ich würde sagen, satte 300%. Vorausgesetzt, man bekommt überhaupt noch Holz zu kaufen. Es ist wirklich Wahnsinn, innerhalb von einem halben Jahr so heftig. Also ich habe es nicht geglaubt. Es war irgendwann im Februar, März, wo ich das letzte Mal Material bestellt habe.
Siebdruckplatten, ganz üblich. Dann die Kanthölzer, die ich immer so bestellt habe. Und da gab es schon die ein oder andere Holzart nicht mehr. Und bei den Siebdruckplatten musste ich feststellen, die waren schon doppelt so teuer als noch 2 Monate zuvor. Dann habe ich ja prompt meinen Holzhändler angerufen und gefragt, sag mal, ist da irgendwie ein Fehler unterlaufen? Kann doch nicht sein, habt ihr irgendwie andere Platten jetzt? Und die andere, die ich bekommen habe, war, nein, es ist kein Fehler unterlaufen, sondern es ist vielmehr so, dass der Holzpreis weiter steigen wird. Und wenn du kannst, kauf jetzt noch Holz, und zwar in größeren Mengen, fülle dein Lager auf, denn wir haben Lieferengpässe, wir bekommen das Material nicht mehr ran. Da war ich erstmal echt irritiert. Ich dachte, hey, wie kann das sein, im besten Deutschland aller Zeiten? Ich habe dann auch nachgefragt, wie geht das? Und die Antwort war, nach deren ihrer Informationen ist es gerade so in der Holzbranche, dass die USA und vor allem China zu Höchstpreisen deutsche Holzbestände aufkauft. Ja, ihr habt richtig gehört. China kauft gerade zu Höchstpreisen Holz auf. Das Einzige, was mich daran stört, ist, wenn ich dann schaue in dem Großhandel, da gibt es ja auch Produkte aus China, sind zwar gerade nicht verfügbar, aber da sind die Preise immer noch am niedrigsten. Also das heißt, wir sind ja übrigens gerade dabei, das Klima zu retten, wisst ihr ja vielleicht, ne? Die Schiffen mit Containerschiffen, das Holz nach China, dort wird es weiterverarbeitet zu irgendwelchen Holzplatten etc. Dann kommt das wieder mit Containerschiffen zurück nach Deutschland und dann wird es hier zu günstigsten Preisen verkauft. Und das, obwohl China die höchsten Preise für unser Holz zahlt. Das soll mal einer verstehen, ich verstehe es nicht. Naja, dachte ich mir, okay, kann ja sein, egal ob ich es verstehe oder nicht. Aber ich habe jetzt mittlerweile festgestellt, diese Materialverknappung ist nicht nur im Holzsektor so, sondern es ist überall der Fall, dass alles Mögliche fehlt, egal was man will. Da habe ich ständig neue Gesprächsthemen, wie zum Beispiel auch mit meinem Kumpel Stefan, weil ich brauche ein Hochgrasmäher. Hatte ich mir schon einen rausgesucht, dann wollte ich ihn bestellen, habe extra das Geld zusammengespart und organisiert. Meine Freundin beteiligt sich mit. Ja, und dann war der auf einmal ausverkauft. Ich dann hingeschrieben und gesagt, was ist hier los? Na, habt ihr eine Alternative für mich? Nein, leider nicht. Alles ausverkauft, wir kriegen erstmal auch keine ran. Und dann habe ich auf die Tränendrüse gedrückt und siehe da, jetzt haben sie doch noch einen gefunden. Ich bekomme ihn nächste Woche hoffentlich geliefert. Mein Kumpel Stefan hat dasselbe Problem. Er findet auch nirgendwo mehr einen Händler, der ihnen einen Wunschrasenmäher verkaufen kann. Also wenn, dann muss man doch Glück haben und man zahlt dementsprechend auch mehr Geld. In der Baubranche ist es ebenfalls so, es gibt keine Dämmstoffe. Ja, es gibt einfach keine Dämmstoffe. Und die Dachdecker und die ganzen Zimmerer und so, die haben alle Aufträge und Ende, können es aber nicht ausführen, weil das Material einfach fehlt. Ja, Wahnsinn. Ich könnte da noch so viele Beispiele bringen, wie zum Beispiel hier dieser Hersteller der Wohnwegen, mit dem bin ich ja auch im Kontakt. Hier mache ich ja auch viele Videos auf meinem Zweitkanal. Den verlinke ich mal unten in der Videobeschreibung, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt. Ich habe einen Zweitkanal. Der Hersteller dieser Fahrradwohnwegen hat dasselbe Problem in allen Bereichen, fehlt einfach das Material. Ja, ich kann euch sagen, woran es liegt. Es liegt nicht daran, dass China alles aufkauft, sondern es liegt daran, dass China kaum noch was rausgibt. Also die Lieferengpässe entstehen aufgrund der Lieferschwierigkeiten aus China. Und ja, uns wird verkauft, das werdet ihr noch mitbekommen, das ist Corona. Das liegt an Corona. Ja klar, viele von euch werden es glauben, wie sie auch geglaubt haben, dass wir die tödlichste Pandemie aller Zeiten haben. Aber auf dieses Thema werde ich jetzt nicht weiter eingehen, weil wer nicht in der Lage ist, die Zahlen wirklich mal so ein bisschen zu hinterfragen oder überhaupt mal Fragen zu stellen, ja, den kann ich halt leider auch nicht helfen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass diese Leute gar nicht gewillt sind, irgendwas zu hinterfragen, weil die fest an ihren Glauben verharren, dass es nun mal so ist, wie uns die Politik verkauft. Okay, jetzt wisst ihr Bescheid. Macht's Beste draus. Ich werde euch jetzt noch mitteilen, was ich jetzt daraus mache. Ich habe ja zum Glück mehrere Möglichkeiten, weil ich selbstständig bin und die eine oder andere Idee habe, wie man ja zum nötigen Kleingeld kommt, damit man seine Brötchen kaufen kann. Und zwar werde ich jetzt keine Ställe und kein Kleintierzubehör mehr bauen, solange die Holzpreise so im Keller sind. Quatsch, im Keller. Da oben sind. Und dazu die Verfügbarkeit gar nicht da ist. Also ich kann einfach das Holz nicht kaufen. Die Platten gibt es zwar noch, aber die kosten aktuell knapp das Dreifache von dem, was ich vorher bezahlt habe. Das Kantholz, was ich genommen hatte für die Stelle, das gibt es gar nicht. In 3x5 cm, ich müsste Sägerau nehmen, das ist dann teurer. Ich zahle, glaube ich, früher habe ich bezahlt 80 Cent pro Meter. Jetzt zahle ich irgendwas mit 2 Euro oder fast 3 Euro pro Meter. Und das ist der Nettopreis, kommt noch die Märchensteuer drauf, die kann ich zwar geltend machen, aber egal. Ja, und das lohnt sich einfach nicht. Ich kriege die Stelle nicht mehr gewinnbringend produziert oder ich müsste sie doppelt so teuer machen und da kauft keiner mehr. Ja? Also die Preise sind ja jetzt schon grenzwertig gewesen für den einen oder anderen, obwohl ich da auch nicht viel verdient habe letztlich im Gewinn. Aber momentan ist es so, ich bin im Verlust. So, und das zwingt mich dazu, einfach die Sachen nicht mehr weiter zu produzieren. Das betrifft auch sämtliches Zubehör. Ich habe jetzt noch ein paar Sachen wie Toiletten und so auf Lager, aber das wird auch bestimmt bald verkauft sein. Demzufolge lohnt sich es auch nicht, dass ich meinen Online-Shop online schalte, der fertig ist. Der ist schon lange fertig. Ja, es liegt nur an den Produkten, die nicht auf Lager sind und deswegen
ja, ich kann es jetzt nicht vorhersehen, wann es sich wieder entspannt. Ich vermute mal nicht so schnell. Es wird wahrscheinlich noch lange, lange dauern. Von den ursprünglichen 2-3 Wochen, als sie uns gesagt haben, wir müssen mal die Popacken zusammenkneifen und einfach mal da durch. Es sind jetzt schon 1,5 Jahre geworden und viele haben sich daran gewöhnt, wollen ja auch nach der Pandemie noch die Maske weitertragen, weil die auch so sinnvoll ist. Ja, aber Fakt ist, ich brauche einen Plan B und den habe ich auch schon. Beziehungsweise ist das sogar der Plan A. Ich muss wieder etwas zurückgehen. Es könnte sein, dass ich in Zukunft wieder mehr auf Montage fahren muss als Blitzschutzanlagenprüfer. Wobei die Firma, für die ich prüfe, mittlerweile auch schon Engpässe hat, was das Material betrifft. Weil die müssen ja auch Mängel, die ich in der Prüfung feststelle, beseitigen. Also Reparaturen ausführen. Dazu brauchen die Material. Ja, und da gibt es auch schon Lieferengpässe, Kupferpreis steigt und so weiter. Na ja, schauen wir mal. Ich habe ja dann noch hier meinen YouTube-Kanal, den könnte ich ja auch mal ein bisschen vorantreiben. Das Problem ist, die Sachen, die ich hier noch so bauen möchte, wie da hinten das Spielhaus, in der Wohnung und so, da brauche ich auch überall Material und ja, das muss ich erstmal besorgen. Eine weitere Idee, die ich habe und auch umsetzen werde, ist, zum Glück habe ich ja meinen Zweitkanal, der läuft ziemlich gut. Ich habe da jetzt schon mehr Klickzahlen als auf meinem Hauptkanal. Abonnentenzahl ist, glaube ich, schon auf 3000 gestiegen. Und da werde ich auch mehr Zeit reinstecken in diesen Kanal, weil einfach mehr Leute das Thema interessiert und da einfach die Aufrufzahlen höher sind. Also die Investitionsnutzenfaktor ist dort deutlich größer als auf meinem Hauptkanal. Ich meine, ich mache das zwar nicht, um reich zu werden, aber ich muss halt auch sehen, dass ich mein Geld irgendwie verdiene, um die ganzen Kosten hier zu decken. Und ich werde zukünftig viel mit diesen Fahrradwohnwegen machen, auch einen selber bauen. Da habe ich auch schon investiert. Ja, ich investiere ständig. Muss auch sehen, dass irgendwann mal wieder Geld reinkommt. Und das werde ich alles auf meinen Zweitkanal E-Bike Camping veröffentlichen, weil sich auch viele hier von diesem Hauptkanal beschwert hatten, dass ich so viele verschiedene Themen reinpacke und ich sollte doch lieber Kaninchenvideos drehen und deswegen habe ich mich entschieden, den Zweitkanal zu machen mit diesen E-Bike Campings gedönst. Ja, dann habe ich zumindest auch mal Zeit, meinen Garten in Ordnung zu bringen. Das muss ich sowieso einmal im Jahr mindestens machen. Und dann schaue ich mal, ich will hier auch viel aufräumen und so, Kinderzimmer weiterbauen, soweit es mir möglich ist. Also, ich hoffe doch, dass ich da gut über die Runden komme und ich wünsche euch dasselbe. Falls ihr das auch schon merkt, könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr so für Erfahrungen mittlerweile gemacht habt oder ob ihr noch gar nichts mitbekommt von dieser, ich sag mal, Pandemie. Viele sagen ja auch dazu Great Reset. Wenn ihr das Verschwörung nennt, dann ja, herzlichen Glückwunsch. Also ich bin gerne ein Verschwörungstheoretiker, weil ich irgendwie das von vornherein vorgeahnt hatte, dass es in diese Richtung geht. Hat auch was mit meiner Vorgeschichte zu tun, da sage ich mal in irgendeinem anderen Video dazu was, weil ich habe ja eine gewisse Ausbildung genossen in meinem früheren Leben und da wurde auch sowas in der Art schon mal angedeutet und zwar von offiziellen Quellen. Ja, also ich möchte das Video jetzt auch nicht unnötig in die Länge ziehen. Es war ja alles dabei, was ich euch zeigen wollte. Mein Garten, meine Kaninchen, mein aktueller Stand ist jetzt geklärt. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, seid so nett und lasst ein Däumchen da, wenn nicht. Dislike, ist mir auch egal. Hauptsache ihr macht was und kommentiert und abonniert meinen Kanal. Ciao, bis zum nächsten Mal, sagt euer Jörg.